Hallo, ich grüße euch zum 76. Tag unseres Rundfunkprojekts. Wir sind schon ein ganzes Stück vorangekommen. Ich sage euch mal jetzt den Stand. Das ist 3.177 Euro, die insgesamt eingegangen sind. Und dafür haben wir jetzt schon Technik gekauft, die ihr schon im Hintergrund seht. Und inzwischen ist auch schon Messtechnik angekommen, die ersten Sachen. Ein paar Sachen können wir leider noch nicht kaufen. Die haben wir jetzt erstmal nur reservieren können, weil dazu fehlt uns halt noch die Mittel. Vor allen Dingen wollen wir ja parallel zu den Rundfunksendungen, die wir hier live machen, auch ein paar Außendarstellungen machen, also zu Demos, Beschallungsanlage aufbauen. Da werden wir dann den Powermixer nehmen. Ich habe vor ungefähr einer Woche beim Techniker mal Probe hören können. Also wir haben mal das Powermixer an ein paar Boxen angeschlossen, die zum Verkauf stehen, und er hat uns zugesichert, wenn wir in der nächsten Zeit das Geld zusammenkriegen, dann können wir ein paar große Boxen bekommen, um auch mal eine Demo zu beschallen. Also wo wir dann hier in der Region die Technik mal verleihen, sodass wir also dort eine Beschallungsanlage haben, die entsprechend auch laut macht, also die eine ordentliche Leistung hat. Ja, das ist ein begrenztes Angebot. Ich hoffe mal, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Habt ihr ja gemerkt, dass ich mit den letzten 14 Tagen, 3 Wochen ein bisschen mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit zu kämpfen hatte, aber ich hoffe mal, dass wir die Sendung heute hier durchkriegen. Ja, wie gesagt, Messdecken ist inzwischen schon da, sodass wir einige Geräte reparieren können. Wir versuchen ja, so günstig wie möglich an Technik zu kommen. Ihr müsst ja wissen, dass wenn Studios Geräte kaufen, dann kaufen die sich natürlich alles neu. Und wenn dann irgendwas mit dem Gerät mal ist, dass irgendwas ausfällt, dann wird das in der Regel also ausgesondert in so ein Technik-Archiv. Und wenn das Geld da ist oder sich das lohnt, dann werden sich Techniker da dran machen, das zu reparieren. So läuft das. Und wenn ihr überlegt, was so Techniker von so einem Studio kostet, die liegen alle so zwischen 50 und 150 Euro die Stunde. Also die technischen Geräte oder Studiotechnik warten, das ist alles so sehr hohe Stundenlöhne. Also nicht mit normalen Rundfunkmonteur zu vergleichen, sondern die haben schon andere Gelder. Systemadministrator in so einem Rechenzentrum, der liegt bei 250 bis 300 Euro Stundenlohn. Die sind dann noch teurer. Ne? So, und wir könnten uns natürlich solche Preise nie leisten. Das heißt, wir haben hier unsere eigene Messtechnik und eigene Abteilung, und das mache ich im Wesentlichen. Also die Geräte durchprüfen, dann kaputten Bauteile auslöten, neu bestellen, gucken, ob es geht und so weiter. Und das braucht natürlich Zeit. Und in der Zeit kann ich natürlich nichts anderes machen, das ist klar. Ne? Fällt mir letztlich auch am Monatsende an meinem Gehalt, aber das ist jetzt nicht wichtig. Für mich ist wichtig, dass das Rundfunkprojekt zum Laufen kommt. Weil ich kann einfach das Gesülz von Merkel und von MDR einfach nicht ertragen. Ihr habt ja sicherlich mitgekriegt, dass letzte Woche wohl irgendjemand aus dem Gefängnis raus entlassen wurde, die eingesperrt wurde, weil sie keine Vermögensauskunft bezüglich GEZ machen wollte, weil sie die GEZ nicht bezahlen wollte, weil sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren kann. Und das kann ich auch voll nachvollziehen. Also wenn ein Sender im Prinzip überhaupt keine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt ist, weil der MDR kann keine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt sein, weil er vom Kaiser keine Ernennungsurkunde hat. Weil öffentlich-rechtliche Anstalten brauchen immer eine Ernennungsurkunde. Und öffentlich-rechtlich ist also das, was der Staat sozusagen irgendjemand zugestanden hat, so einen besonderen Status. Also sozusagen eine Rundfunksteuer erheben. Dann müsste also ein Legitimationsrecht haben. Und dieses Legitimationsrecht kann ja nur ein Staat vergeben. Und der Staat, der hier installiert ist in den Grenzen 1914, das ist das Kaiserreich. Auch wenn das nicht handlungsfähig ist, ist das der Staat. Die Bundesrepublik hat sich sozusagen selbst ermächtigt, eine Verwaltung zu sein, obwohl sie nur die Rechtsnachfolge der Republik hat, also des Feinstaates. So, und aus dem Feinstaat kann immer kein Verweser kommen, demzufolge auch kein gesetzlicher Gesetzgeber. Und auch der Kaiser bzw. auch der Verweser kann schon selber bestimmen, welche Verwaltung er für das Staatsgebiet installiert haben will. Und die Bundesrepublik hat sich einfach hier selbst ermächtigt und gibt vor, ihr gesetzlicher Gesetzgeber zu sein. Aber das Bundesverfassungsgericht hat ja dem schon Einhalt geboten, indem sie 2012, war 15, 7, 2012, schon mal Urteil gemacht haben, dass der Bundestag auch nicht der gesetzliche Gesetzgeber ist. So, und dann kam natürlich sofort Lügenschreiben im Internet, wonach Gauck den Bund vertreten würde, und der Bund wäre angeblich das Kaiserreich. Das ist genauso gelogen. Der Bund ist auch wieder nur ein Parteikonstrukt. Das gehört genauso zu dem Firmenkartell der Bundesrepublik wie alles andere auch. So. Und wir wissen ja, dass alles oberhalb vom 6. Logengrad sozusagen das organisierte Verbrechen
ja, kommandieren kann. Also jeder, der einen höheren Logengrad hat, hat also Weisungsrechte gegenüber dem organisierten Verbrechen. Und wenn die Frau Merkel also dann Neibrit ist, und wir wissen ja, dass der Neibrit einen höheren Logengrad hat, da wissen wir also, mit welchem System wir es hier zu tun haben. Und dass es hier nicht nach Recht und Gesetz geht, sondern dass es einfach nur Willkür ist. So. Und da braucht ihr euch natürlich auch nicht wundern, wenn sie sich an ihre eigenen Gesetze nicht halten. Denn nach BGB kann ein Vertrag, der zwischen Zweien entsteht, nicht für den Dritten wirksam werden. Das ist aber genau das, was der MDR gemacht hat. Zum Beispiel ein Nichtstaat hat mit einer nicht öffentlichen Anstalt einen Vertrag gemacht und wollen uns dazu nötigen, deren Kosten zu tragen. Das geht nicht, das geht rechtlich nicht. So, und ich kann einfach nur davon ausgehen, dass also bei der Frau Bäumler, oder wie sie heißt, der Rechtsanwalt entweder keine Ahnung hatte oder eben bei seiner Anwaltskammer unterschreiben musste, dass er gegen die Form- und Verfahrensfehler des Systems nicht vorgeht. So, und damit begeht er sozusagen Mandantenverrat. Also die besagte Frau hätte einfach nur einwenden müssen, dass der MDR keine öffentlich-rechtliche Anstalt ist und der Intendant sozusagen einen Rechtsverstoß begeht, also Amtsanmaßung begeht, wenn er behauptet, da ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und kann den öffentlich-rechtlichen Status nicht nachweisen. Weil es gibt unzählige Leute und auch ich, die den MDR aufgefordert haben, ihre rechtliche Legitimation nachzuweisen, dass sie eine Anstalt des öffentlichen Rechts sind und dass sie vom Staat, und zwar vom Staat, nicht vom Freistaat, eine Ermächtigungsurkunde vorweisen können. Also der Kaiser den MDR eingesetzt hat. Das kann schon mal aus mehreren Gründen nicht sein. Erstens mal hat niemand die DDR wirklich aufgelöst. Und die DDR hatte das sogenannte DDR-Fernsehen. Dieses durfte gar nicht abgewickelt werden. Es hätte im Volksentscheid bedurft, es abzuwickeln, weil ja der DDR-Rundfunk Volksvermögen war. Und Volksvermögen kann ja einfach durch einen Bundestagsbeschluss, also von einem fremden Staat, aufgelöst werden. Ist schon mal der erste Punkt. Wenn Sie eine öffentlich-rechtliche Anstalt sein wollen, müsste der Kaiser eine Ernennungsurkunde ausgefertigt haben. Der Kaiser kann die aber nur vorm 27., also am 27.10.1918 das letzte Mal ausgefertigt haben, weil danach war Max von Baden dran und das war Feinstaatenvertreter, also Volksverräter. So. Und alle, die heute hier meinen, dass sie sogenannter Staat oder Freistaat sind, haben von Max von Baden die Legitimation. Und er, Max von Baden, hatte die Legitimation nicht. Und wenn er keine hat, kann er auch keine vergeben. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, niemand kann eine höhere Legitimation vergeben, als er selbst hat. Demzufolge ist die Beweislage schon so erdrückend, dass der MDR keine öffentlich-rechtliche Anstalt ist, dass man es einfach denen nur vorwerfen muss. Und dann sagen, wenn sie innerhalb von 14 Tagen das nicht belegen können, gehen wir davon aus, dass sie eine private Veranstaltung sind und dass sie Amtsanmaßung begehen. Und da muss man dann den sogenannten dringenden Tatverdacht einwenden bei der Anzeige Staatsanwaltschaft. Also man schreibt dann hin, dringender Tatverdacht, weil das und das und das und das für die öffentliche Anstalt erforderlich ist, das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, und der MDR den Nachweis nicht erbringen kann. Und demzufolge Plünderung im Feinstaat begeht, während eines Waffenstillstands. Und zwar Waffenstillstand im Ersten Weltkrieg. Waffenstillstand von Brest-Litowsk. So, und damit sind wir im Prinzip durch die Sache durch. So. Und ich werde also auch diese Woche noch versuchen, einen Schriftsatz, Entschuldigung, zu MDR und anderen politischen Banden zu verfassen. Und wir hoffen mal, dass wir da was reißen können. Und, ihr wisst ja, wir haben ja auch eine Vereinsklage gemacht, dass wir die Verweserwahl auf den Weg kriegen, dass wir gegen die GEZ vorgehen. Was war es noch? Ja, gegen die Sommerzeit wollen wir ja auch noch vorgehen. Das ist die 43, wenn ich es richtig weiß. Also guckt einfach mal bei Facebook rein. Ich werde versuchen, heute nochmal die Klagegemeinschaft nochmal auf der Rundfunkseite zu nennen, damit ihr die alle habt, auch für die Leute, die kein Facebook haben. Ich weiß, es gibt mit Facebook für und wider. Momentan ist es aber derzeit das größte Netzwerk, wo man sich organisieren kann. Und irgendwann werden wir sicherlich noch aktiver werden bei VK. Ich habe auch bei VK einen Account, aber. Es ist eben noch nicht so die große Organisationsplattform, wo man sagen könnte, da ist so das große Publikum. Und wir müssen ja auch ein bisschen sehen, dass wir auch Leute erreichen können. Und deswegen sind wir momentan noch bei Facebook. Irgendwann werden wir es nicht mehr brauchen. Entscheiden wir das Neue. So, was wollen wir noch? Morgen, Dienstag, den 12.04., machen wir wieder Live-Sendung. Es haben sich schon Gäste angekündigt, die auch ein freies Radio machen. Die wollen dann in der Sendung
ein Interview machen mit mir. Das werde ich dann also am Telefon dann live einblenden. Das heißt, also wir haben wahrscheinlich sehr viel mehr Telefonanrufe, als es bei der letzten Sendung war. Wir können leider noch nicht so sehr viele Live-Sachen machen, auch noch nicht so sehr viele Videos, aber momentan noch im Bau sind. Also wir haben heute Trockenbaumaßnahmen und putzen müssen noch, einige Stellen müssen noch verputzt werden. Es ist noch Trockenbau zu schleifen, es sind Klemmenarbeiten noch zu machen. Also eine ganze Menge Arbeit, die wir eben immer nur machen können, wenn Geld da ist oder wenn Zeit da ist, dass die Leute das machen können und Helfer und so weiter. Und deswegen schiebt sich das immer so ein bisschen voran. Ne? Und wir machen so einen Kompromiss aus dem, was uns gesundheitlich und kräftemäßig und geldmäßig zur Verfügung steht, und arbeiten mit dem, was uns zur Verfügung steht. Also das ist der sogenannte Bodelschwingsche Ansatz, dass wir sagen, wir tun, was wir können. Ja? So. Und es ist natürlich klar, ich habe natürlich immer wieder gefragt, warum hast du die Mail nicht beantwortet und dies und jene. Da frage ich dann einfach zurück, kannst du jeden Tag 500 E-Mails beantworten? Viele schaffen das, aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe 100, ich schaffe vielleicht 120, aber ich kann keine 500. Schaffe ich einfach nicht, weil ich dann sonst nur hauptamtlich E-Mail beantwortet werden müsste. Das geht einfach nicht. So, und da bin ich einfach angewiesen, dass wir eine gewisse Redaktion haben, 10, 12 Ehrenamtliche vielleicht, die ein, zwei Mal am Tag den E-Mail-Postfach mal ausräumen und jeder mal vielleicht 10 Mails beantwortet. Dann könnten wir das machen, aber wir brauchen in dem Fall eben auch die Redaktionsräume, die eben noch nicht fertig sind. So, das ist im Prinzip der Flaschenhals zwischen Baumaßnahme und den Anforderungen, dass die Arbeit jetzt ständig wächst und immer mehr Leute Interesse zeigen und mithelfen wollen. Wir verstehen das alles, aber wir können eben auch nicht schneller wachsen, als wir personell und räumlich hinterherkommen. Gut. Was haben wir noch Aktuelles? Frau Merkel ist momentan wirklich auf dem Abrisstrip, also möchte also die Bundesrepublik an die Wand fahren. Also das, was wir also jeden Tag in der Zeitung lesen und in den Berichten. Es ist sehr beunruhigend, auch die Kriegsgefahr, die momentan jetzt hier ansteht. Also dass Putin jetzt nur versucht, wenigstens erstmal die Informationen rauszugeben. Ich habe wohl gehört, heute werden wohl ein Teil der russischen Archive wieder geöffnet, also die Aktenlage bis 1989, der interessante Jahr ist natürlich wieder mal nicht dabei, das ist 1990, was nämlich mit der Wiedervereinigung los ist. Aber ich denke mal, wenn es noch ein bisschen den Putin provozieren, wird er sicherlich das deutlich interessantere Jahr 1990 auch noch offenlegen. Weil bis 2006 müssten Akten da sein, weil ja die sowjetische Armee bis 2006 hier war. Ne? Gut. So, also nehmt es einfach mal so hin, dass das eben erstmal bis 89 ist. Wir gehen mal davon aus, dass es in den nächsten Tagen sowieso grundlegende Veränderungen geben wird, weil die Verträge, die der Lenin mit der Federal Reserve gemacht hat, jetzt im April auslaufen sollen. Das ist so der Stand. Im Prinzip hätte Putin schon letztes Jahr die Sache plattschlagen können, weil ja die Verträge der Besatzung am 15.04.2015 ausgelaufen sind. Hat es nicht gemacht. Wir haben ja darauf gewartet, dass er es tut. Aber er hat natürlich auch eine Wirtschaft. Und wenn die natürlich von der Fed zerstört wird, weil ja der russische Rubel und der Dollar eben noch verknotet sind, dann kann er natürlich auch nicht so schalten und walten, wie er es politisch gerne wollte. Und er hat natürlich auch zu beachten, dass er in seinem Land auch Firmeninteressen zu vertreten hat, weil ja die Wirtschaft, die russische Wirtschaft sonst darunter leiden würde. Und da muss er natürlich mehrere Sachen im Auge behalten und das optimieren und machen. Ich bin aber überzeugt, dass wir dieses Jahr eine grundlegende Änderung des politischen Kurses in Deutschland kriegen, und zwar deutlich vor der Bundestagswahl. So, ihr wisst ja, dass die Bodenrechte am 27.10.2017 auslaufen und dass so eine Verweserwahl natürlich auch nur über Nacht geht. So, wir müssen erstmal unsere Herleitung machen nach Rustag, wer ist denn wahlberechtigt. So, dann hat der Konrevi jetzt wieder ein Video gemacht und hat gesagt, wir brauchen keine Ausweise. Gegenfrage, wie willst du denn kontrollieren, wer ja wahlberechtigt ist? Und wir müssen uns also gültige Wahlunterlagen machen. Und die gültigen Wahlunterlagen können wir nur mit einem Siegel machen. So, und es muss ein staatliches Siegel sein, weil sonst haben wir ja wieder Selbstermächtigung. Und deswegen geht es nicht ohne Referendum. Und das hätte natürlich Konrevi auch mal bedenken müssen. Also wenn wir dann sagen, wir brauchen keine Ausweise, weil der Kaiser keine hatte, dann müssen wir sagen, wir sind ja noch im Krieg. Wir haben ja immer noch einen Kriegszustand. Wir haben immer noch einen Kriegszustand des Ersten Weltkriegs. Und es ist dann die Frage, ist die Passpflicht nun im Interesse des Staates oder uns? Ich würde sagen, mal schon. Weil wir müssen schon wissen, wer ist denn nur
am Stichtag gemeldet gewesen wären. Nee, also wer ist am Stichtag vom 17. zum 18.07. Nee, 17. zum 18.07.1990 hier im Bundesgebiet gemeldet gewesen? Ja. Das wären ja diejenigen, die die Rechtsstellung für die Wahl des Verfassungsnotstandes haben. Ja, weil es hätte ja 69 Tage spätestens nach diesem Vertrag eine Verfassungswahl stattfinden müssen. Welche Verfassung soll denn ab dieser Zeit gelten? Und da hätte der Staat wiederhergestellt werden müssen. Dass das natürlich Kohl und Genscher verhindert haben, weil sie ja wussten, dass diese Wiedervereinigung nur ein Fake war, das sind ja nun mal politische Interessen. Und dafür wird wahrscheinlich Kohl auch das Geld gekriegt haben, wo er seine Geldgeber nicht verraten hat. Aber brauchen die lange raten, wer das wohl sein könnte. Kohl war Kneipp-Ritt-Mitglied und Zionisten beherrschen im Prinzip die Bundesrepublik, weil sie eben aus den Verträgen der Wiedervereinigung eben nicht die Bundesstaatenangehörigkeit gefordert hat. Ich war zum Beispiel gestern wieder bei einer Demo, war in Blauen, wir sind Deutschland. Ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt bei irgendeiner Demo, dass ich mir gesagt habe, oh, was ist denn das für ein Kompromiss? Und ach nee, ne? Weil es wurden keine Fahnen zugelassen und es wurde immer so kommuniziert, als könnten wir, haben wir immer nur Probleme, Probleme, Probleme und haben keine Lösungen. Also warum gibt es Krieg und warum wurde Blauen zerbombt? Die Sachen sind doch schon völlig eindeutig schon mehrfach beantwortet worden. Es gab Krieg, weil die Finanzelite das will. Schon die Mutter von Rothschild hat gesagt, wenn meine Söhne keinen Krieg wollten, würde es keinen geben. Also ist der Kriegsverantwortliche des Ersten und Zweiten Weltkriegs klar. Müssen wir nicht diskutieren. Und dann fragt man sich, warum wurde Blauen zerbombt? Blauen ist eine kreisfreie Stadt. Und Braun wurde deswegen zerbombt, damit sie keinen Verweser vor Blauen wählen. Wenn sie nämlich einen Verweser wählen würde, würde rings um Blauen eine Zollgrenze stattfinden. Und dann wäre genau dort, wo Blauen seine Außengrenze hat, eine Grenze der EU. Da würde Blauen nicht mehr zur EU gehören. Ganz einfach. Und deswegen hat man also versucht, alle Großstädte, die eine Kreisfreiheit hat, zu zerbomben, weil man weiß, dass es viel leichter ist, eine kreisfreie Stadt autark zu machen, als einen ganzen Kreis. Wenn natürlich mal ein Kreisrat umfällt und sagt, also ich mache ja dieses BRD-System mit den ganzen Flüchtlingen und dem Vertrag und den ungültigen Verträgen und diesen Belügen der Leute und der Staatsangehörigkeit von Hitler nicht mehr mit und macht eine Kreisratswahl nach kaiserlichen Rechten, dann würde natürlich der ganze Kreis rausfallen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer, als dass es in einer kreisfreien Stadt passiert. Ja, ihr braucht ja im Prinzip die BRD-Wahlstrukturen nicht beachten. Warum nicht? Na, weil das kaiserliche Recht im Prinzip auf ein Notstandsrecht aufsetzt. Das heißt, wenn ein Verfassungsnotstand ist, kannst du eine Wahlkommission gründen und die Wahlkommission ist Kraft dessen, dass sie tätig wird, um den Verfassungsnotstand zu heilen, staatlich. Das ist der Punkt. So, du musst nur die Siegelrechte erwärmen. Die Siegelrechte brauchst du eine Verweserwahl. Quatsch, ein Referendum. Ne? Ein Referendum, mit dem du die Siegelrechte und die Wahlordnung abstimmen lässt. So, und damit hast du im Prinzip die Komponenten, um die Verweserwahl zu schaffen. Eine gültige Dokumente, eine gültige Wahlkommission. Dann machst du die Wahl und setzt den Verweser ein und der Verweser bestimmt die Außengrenzen. Das, was als Recht und Gesetz gilt, dann lässt der einen Vorschlag zur Änderungsgesetzgebung der Verfassung los und verlangt von der Verwaltung eine Kassenblattstellung. So, das sind die Schritte, die der Verweser dann machen muss. Ist ja nur ein großes Problem. Und da lassen sich die 1000 Symptome, die wir immer noch bei Pegida diskutieren, ja, die Islamismus und die Schulpolitik und Essen, kostenloses Essen für Kitas und so weiter, das sind alles Symptome. Die kann der Verweser innerhalb von einer A4-Seite alle glattschlagen. Ne? Indem man einem sagt, das ist so, das ist so, das ist so, das ist so, Unterschrift, fertig, raus. Und schon ist die Verfügung fertig. Und Verfügungen des Verwesers werden sofort zum Gesetz. Ja, er braucht also auch den Reichsstaat da nicht fragen, sondern wenn der Verweser was ausfertigt, ist das auch gleich gültig. Es ist also später erst durch die Weimarer Republik gekommen, dass dann immer gefragt werden muss, ja, durfte denn das? Der Kaiser hat das zwar dann immer vorgelegt und so weiter, aber die Verfügung hat dann halt Bestand und Gesetzeskraft. So, und so lässt sich auch ein Land aus einer Krise herausführen. Da kann man auch nicht mit Freistaaterei und mit Freimaurerei einen Staat unterhöhlen und unterwandern. Und aus diesem Grund hat man also versucht, alle Leute, die hier zur Aufklärung beigetragen haben, aus dem Weg zu räumen. Also Dr. Seuger oder so, ne, ist auch verunglückt auf mysteriösen Umständen. Viele andere mussten flüchten aus dem Land und so weiter. Das heißt, Leute, die also hier die Wahrheit und die
die Geschichte eben auch offenlegen, die sind ein bisschen in Gefahr. Es ist nun mal kein freies Land, wir sind immer noch im Krieg. Und das Land wird eben durch die Geheimdienste regiert. Das muss man mal so sagen. Die Frau Merkel ist da im Prinzip nur der Kugelfang, aber natürlich auf jeden Fall ein Täter, weil der Handelnde haftet nach Reichsrecht. Das heißt, die Frau Merkel kriegt im Prinzip die Dresche ab für das, was die Puppenspieler hinter ihr im Prinzip ausgeheckt haben. So ist es. Aber sie ist also auf keinen Fall unschuldig. Jo, gut. Über die ganze Sache der Organisation mit Verweserwahl mache ich ein eigenes Video. Ich wollte einfach nur noch mal einen kurzen Nachrichtenüberblick geben und euch bitten, dass ihr das Projekt unterstützt. Viele fragen mich immer, na, wie können wir euch dann unterstützen? Ja, wir haben die Seite kaiserrundfunk.com. Dort ist ein Impressum drin, dort kann man anrufen, kann man fragen, wie können wir euch unterstützen und so weiter. Weil per E-Mail geht das einfach zu langsam. Ne? Ich hier die 500 E-Mails abgearbeitet habe, wenn sowas ist, einfach mal anrufen. Natürlich nicht zu Unzeiten. Entschuldigung. Ich sag mal so, bis um 9 ist das okay und auch nicht vor um 9, weil wir arbeiten bis spät in der Nacht und brauchen auch noch mal ein bisschen Ruhe. Also von 9 bis 9 ist so eine christliche Zeit, in Anführungsstrichen, wo es kein Problem ist, dass wir mal schnell eine Frage lösen. Aber ich kann nicht, definitiv nicht den ganzen Tag telefonieren, das geht nicht. Wenn ich auf Dienstreise bin oder irgendwelche größere Aufträge, kann ich auch nicht telefonieren. Da muss ich dann halt den Auftrag erstmal erledigen. Ne? Das müsst ihr auch Verständnis haben. Also die gute Kernzeit ist eigentlich dann von 18 Uhr bis 21 Uhr, wo ich in der Regel auch zeitnah antworte und dann kriegt man das alles in den Griff. Ja, gut. Und je eher wir das Geld zusammen haben, desto eher können wir da auch loslegen. Also es liegt an euch. Wir brauchen 6 Wochen, um unsere Technik an jeden beliebigen Standort zu fahren und aufzubauen und loszulegen. Also mehr ist es nicht. Weil man kann heute, was im Sender notwendig ist, Videotext, elektronischer Programmguide, Videoplayout-Server, Sendetechnik, Schüssel, Sendeanträge und so weiter, alles innerhalb von 6 Wochen abwickeln. Man muss ja überlegen, dass eine Nachrichtenagentur, sagen wir mal, innerhalb von 2, 3 Stunden eine Leitung geschaltet kriegt heutzutage. Also überhaupt kein Problem. Wenn es eine längerfristige Sache ist, dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber das ist alles heutzutage schnelllebig, weil ja, die Senderkapazitäten mehr wachsen als die Nachfrage nach Senderplätzen. Insofern ist das also auch kein Problem. Ein bisschen aufpassen müssen wir natürlich, wenn in unserem Namen irgendwelche Flyer oder Aufkleber gemacht werden, was mit uns nicht abgestimmt ist. Da habe ich manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen, weil da manchmal auch ein paar Dinge also übers Ziel hinausgeschossen wird. Wir müssen ja immer sehen, wir sind in erster Linie Informationsdienst. Wir wollten den Leuten die Wahrheit erzählen. Und zwar ohne politische Ausrichtung. Also wir sind weder links noch rechts noch oben noch unten, sondern wir sagen einfach Wahrheit. Und wir spalten auch keine und wir tun auch keine Leute zusammenwerben, die nicht zusammengehören, sondern wir informieren. Ne? Und wir bieten ein Konzept an, was man einfach nur anfangen und umsetzen kann. Ja, wo wir also nicht erst überlegen, ja, könnte denn das gehen oder was weiß ich, sondern wir gucken einfach ins Gesetz rein, was da steht und leiten dann daraufhin die Maßnahmen ab, die der Reihe nach zu machen sind. So, das ist nicht aus dem Gefühl raus oder irgendwie aus der Not heraus, sondern das ist ein ganz klarer, definierter Ablauf. Ich wurde zum Beispiel letzte Woche gefragt, na, warum ist denn das mit den Bodenrechten so? Naja, also die Bodenrechte wurden traditionell, das geht schon seit dem Mittelalter so, immer für 99 Jahre verlängert. Also das heißt, wenn der entsprechende, ja, sag mal so, Gebietsverwalter einem vorgesprochen hat, dann hat er erstmal für 99 Jahre das verlängert gekriegt und wenn er, was weiß ich, verstorben war, konnte er einen Nachfolger benennen oder wurde einen Nachfolger benannt und dann wurde für ihn wieder 99 Jahre verlängert. So, sodass also das nicht, sagen wir mal, für alle gleich nachrückt, sondern der Letzte. Der kann seinen Antrag ja nur am 27.10.1918 gestellt haben und dessen Antrag kann noch 99 Jahre laufen. Das heißt, der Letzte in der Kette, der am 27.10. noch einen Eintrag im Kataster hat machen können, würde dann am 27.10.2017 das Bodenrecht verlieren. Und dann könnte man sagen, es gibt ja gar keine ableitbaren Rechte mehr. Und das wurde dann im Prinzip als Anlass genutzt, dass also die ISIS hier mit ihren Kämpfern das Land einfach überfällt. Ja, das ist das, was Merkel geplant hat, weil der ISIS ist ja ein Konstrukt von Israel und Mossad. Die haben im Prinzip die USA und Saudi-Arabien, sagen wir mal, angefüttert und die Türkei ist sozusagen dann die Logistik des ISIS. So läuft es ja. Ja. Und
Nutznießer der Geschichte sind also die zionistischen Banden, die also auch hier in Deutschland regieren. Und die zwar nicht in der Öffentlichkeit erscheinen, aber die eben Anweisungen an Merkel und Gauck geben, das hast du zu machen, du hast das zu machen und so weiter. So wird das Deutschland regiert. So, ja. Und wenn man da keine klare Begriffswelt hat, also wenn man so sagen, wir sind Deutschland, dann muss man sich fragen, wer ist wir? Also, Grundgesetz definiert, Deutschland sind das Deutsche Reich. Da muss man sich fragen, welches deutsches Reich? Gab es ja nicht. Weimarer Republik ist eine Firma, kein Reich. Vom 31.12.1937. So, also wir definieren Deutschland als eine Firma, die Sklavenhandel macht, weil ist ja nichts anderes als Sklavenhandel. Wenn ich eine Firma mache, aus der du nicht kündigen kannst, dann bist du ein Sklavenhalter. So, ja? Und wenn wir sagen, wir sind die Sklavenhalter der Grenzen vom 31.12.1937, oder man könnte auch sagen, wir sind die Nazis. Ja, da kann man natürlich zehnmal sagen, dass man da gegen links und gegen rechts ist. Dann hat man im Prinzip entweder einen Stempel drauf, du hast das nicht begriffen, wie der Staat heißt, oder ihr seid die Nazis. Kannst du euch raussuchen. So, also man muss wirklich auch aufpassen, was man sagt und vertritt. Und die einzig sichere Fluchtburg ist zu sagen, wir ziehen uns auf das Gesetz zurück, was unzweifelhaft staatlich ist. Und das ist eben das 27.10.1918. Und der Tag danach ist Putschregierung. Also sich im Prinzip als Rechtsnachfolger des Putsches zu outen und Freistaatenverfassung von 1920 zu betreiben, da wisst ihr ja, wo es herkommt. Alles, was zur Weimarer Blick irgend noch eine Nabelschnur hat, ist systemgesteuert. Also die ganzen Freistaaten können da im Prinzip in eine Tonne klappen. Die Reorganisation funktioniert auch nicht, weil es muss alles zurückgesetzt werden auf dem letzten staatlichen Akt. Und der war am 27.10.1918. So, davor kannst du auch nicht gehen, weil der Staat hat nun mal das Recht, in seinem Staatsgebiet zu bestimmen. Ja, und die letzte Verfügung ist immer noch eine staatliche. Also wird das Gesetz von 1913 Rustang auch fortgeschrieben, bis zum 27.10.1918. So, und das habe ich, weiß nicht, 20 Mal schon erklärt in Videos, aber es gibt immer Leute, die es immer noch nicht gerissen haben. Es gibt ein Fortschreiben des staatlichen Rechts bis zum 27.10.1918, 23.59, weil die 0 Uhr gehören zum nächsten Tag. Ist nun mal so in der Juristerei. Ja? So. Gut, sind wir jetzt durch, hoffentlich mal mit dem Thema. Und die Details der Weserwahl machen wir dann in einem extra Kapitel. Ja? Dann tschüss erstmal.